Sie will Entschlossenheit demonstrieren, Angela Merkel, auch wenn der Druck aus den eigenen Reihen auf sie größer wird, ihre Flüchtlingspolitik zu ändern. Fast schon trotzig hält sie Kurs, stellt die Erfolge der Regierungsarbeit im letzten Jahr heraus, die zum Ziel hätten, die Flüchtlingszahlen deutlich zu reduzieren. Mit Recht erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir denen helfen, die Hilfe brauchen, dass wir aber auch denen, die kein Bleiberecht haben, sagen, ihr müsst unser Land wieder verlassen, sonst können wir die Aufgabe nicht bewältigen. Merkel verteidigt auch den Flüchtlingsdeal der EU mit der Türkei. Anders könne Europa seine maritime Grenze nicht schützen, sagt sie. Die Opposition hingegen kritisiert, dass die Bundesregierung Ankara zu sehr entgegenkomme. Mit dem Flüchtlingsdeal und mit den Kniefällen vor Herrn Erdogan haben Sie sich erpressbar gemacht. Frau Merkel, Ihnen ist der politische Kompass abhanden gekommen. Es kann doch nicht sein, dass deutsche Außenpolitik Menschenrechte auf den Verhandlungstisch legt. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Auch der Wahlschock von Mecklenburg-Vorpommern schlägt sich nieder in der Debatte. Angela Merkel sagt zum Umgang mit der AfD, hier helfe nur Kurs halten und nicht die Rechtspopulisten kopieren. Wenn wir anfangen, dabei mitzumachen, dass Fakten beiseite gewischt oder ignoriert werden können, dann sind verantwortbare und konstruktive Antworten in der Sache nicht mehr möglich. Wenn wir anfangen, uns sprachlich und tatsächlich an denen zu orientieren, die an Lösungen nicht interessiert sind, verlieren am Ende wir die Orientierung. Das Vertrauen der Menschen, so Merkel, könne zurückgewonnen werden, wenn die Politik sich konsequent an Werten wie Freiheit, Sicherheit und Solidarität orientiere.